Marco di Rodi. Bomben auf ein Wohngebiet. Alltag in der Region Bachmut. Und die Schlinge zieht sich immer enger. Diese Grafik des amerikanischen Institute for the Study of War zeigt, wie die russischen Truppen seit Beginn immer mehr Gelände gewinnen und dabei aggressiv vorgehen. Diese Bilder sollen den Einsatz von Phosphorbomben dokumentieren. Bachmut ist inzwischen eine einzige Trümmerwüste und zum Symbol des Krieges geworden. Präsident Selenskyj macht bei einem Besuch den Soldaten Mut. Die Festung Bachmut, wie er sie nennt, dürfe niemals fallen. Doch wie lange ist die Stadt noch zu halten? Über die Lage in Bachmut möchte ich sprechen mit Martin Durm, ein krisenerprobter Journalist, der erst vor ein paar Stunden aus der Region Bachmut zurückgekehrt ist und den wir aktuell in Kiew erreichen. Guten Tag, Herr Durm. Ich grüße Sie, hallo. Sie waren wenige Kilometer von der Front entfernt. Wem sind Sie dort begegnet und was haben Sie erlebt? Ich bin von Kramatorsk, das ist eine mittelgroße Stadt, wo sich das ukrainische Militär sammelt, mit den sogenannten Grenzschutztruppen Richtung Bachmut gefahren in einen Ort namens Chassidyar und von dort aus beschießt die ukrainische Artillerie mit schweren Haubitzen die russischen Linien im Osten, am Ostufer von Bachmut. Es ist ein ständiges Dröhnen. Die dumpfen Klänge der Einschläge sind zu hören. Es ist eine absurde Situation, denn im Moment, müssen Sie sich vorstellen, ist das Wetter in dieser Region ausgesprochen schön, blauer Himmel, die Sonne scheint und trotzdem ein infernalischer Kriegslärm. Das Dorf, in dem ich war, ist von einer hohen strategischen Bedeutung inzwischen für die ukrainische Armee. Denn wie gesagt, von dort aus können sie die russischen Linien eindecken. Allerdings immer wieder wird auch mit Raketen geantwortet, zurückgeschossen, auch auf das Dorf. Als wir dort waren, schlugen dort zwei Raketen ein, töteten zwei der noch übrig gebliebenen Einwohner. Das sind zum Großteil eben sehr alte Frauen, kranke Männer. Es sind diejenigen, die im Grunde nichts mehr haben, die diese Gegend nicht verlassen wollen, weil sie nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Und das alles vermischt sich dann eben mit dem ukrainischen Militär, mit den Grenzschutztruppen, die da vor Ort sind. Wir sind über Umwege, über verschlammte Ackerwege in dieses Dorf gefahren und sind dann dort angekommen. Die Kommandostände sind unter der Erde, aber oberhalb der Erde spielt sich eben ein sehr, sehr eigenartiges, skurriles Leben ab. Die Frauen hängen Wäsche auf, die Männer sammeln Brennholz. Man tut fast so, als wäre nichts, als würde nichts geschehen. Gleichzeitig ist in diesem Dorf Krieg, denn dieses Dorf ist ein Frontdorf geworden. Sie haben erzählt, Sie wären mit den Sicherheits- und mit den Grenztruppen unterwegs gewesen. Also waren Sie, wie das so schön neudeutsch heißt, embedded unterwegs? Embedded ist schwer zu sagen. Man hat mir das angeboten aus einem einfachen Grund. Ich bin mit einem LKW, der vollgeladen war mit humanitären Hilfsgütern, von Karlsruhe aus den ganzen Weg in die Ostukraine gefahren, über Kharkiv. Wir hatten hinten im LKW Krankenhausbetten drin und die haben wir dann abgeliefert in einem Krankenhaus etwa 40 Kilometer jenseits der Front, wo sowohl Zivilisten als auch viele, viele verwundete Soldaten versorgt werden. Sie müssen sich vorstellen, die Verwundeten liegen im Flur auf noch relativ primitiven Krankenhausbetten. Wenn sie in die Zimmer reingehen, sie sind vollgestellt mit alten Betten. Nur ein kleiner, schmaler Weg ist da noch übrig für die Krankenschwester, die da reingeht. Es ist trotz allem ein noch vergleichsweise gut organisiertes Krankenhaus mit einer guten Kantine, mit Aufenthaltsräumen. Aber es ist auf der anderen Seite eben auch klar, dass die Not dort groß ist, dass man immer wieder medizinische Hilfe braucht. Die hat eine humanitäre Hilfsorganisation, nämlich die, mit der ich unterwegs war, dorthin gebracht. Und das war dann letztendlich auch ein Türöffner für das ukrainische Militär, für die Grenzschutztruppen, mich in diese Gegend nach vorne zu bringen. Und wie reagieren die Menschen dann darauf, wenn ein Reporter mitgefahren ist? Sind Sie da offen empfangen worden oder gab es auch Skepsis? Teils, teils. Ich bin von älteren Frauen abgeküsst worden. Es ist eine ganz eigenartige Stimmung. Man tut im Grunde so, als wäre nichts.
in diesem Frondorf. Auf der anderen Seite schlagen links und rechts Granaten ein, wird eben auch die ukrainische Artillerie aktiv. Sie arbeitet, wie die ukrainischen Militärs immer wieder sagen, sie arbeitet gegen das russische Vordringen an. Aber die Dörfler tun eigentlich so, als wäre nichts. Sie sehen Männer, die an einem vorbeiradeln und einem freundlich grüßen, den Gepäckträger voll mit Lebensmitteln. Es ist nicht so, dass da so etwas wie Versorgungsnotstand herrschen würde, sondern aus den Nachbardörfern werden Lebensmittel in diese frontgelegenen Dörfer gebracht. Es gibt auch die vielen, vielen jungen Studenten aus Charkiw von der Universität, die ihr Studium unterbrochen haben, die sogenannten Volunteers, die fahren mit einfachen, fast schon etwas klapprigen Autos dann direkt in Frontnähe, vollgepackt mit Lebensmittelpaketen, und die liefern sie dort bei den Leuten dann ab. Das Militär bietet natürlich Schutz, ist aber gleichzeitig auch für diese Dörfler, es sind ja zum Großteil Bauern, einfache Leute, eine Bedrohung. Denn dadurch, dass die Artillerie nun mal auf strategisch wichtigen Posten, Hügeln, Anhöhen steht, dadurch werden natürlich auch die Zivilisten in akute Gefahr gebracht, das ist klar. Aber das fügt sich eben in die militärische Notwendigkeit. Und was glauben Sie, warum die Menschen dort so tun, als wäre nichts? Ist das so eine Art Schutz? Oder Ich glaube, sie können gar nicht anders. Denn sie müssen sich vorstellen, allein dieses Dorf, in dem ich war, wird Tag und Nacht beschossen. Teilweise, als ich dort war, geschieht das nicht im Sekundentakt. Das ist kein Trommelfeuer. Aber pro Minute werden etwa 50, 40, manchmal 30 Schläge zu hören sein. Und das ist eine Situation, in der man im Grunde gar nicht überleben kann, wenn man das nicht in irgendeiner Art und Weise verdrängt. Ich habe alte Frauen gesehen, die auf einem Bänkchen gesessen haben und in die Sonne geblinzelt haben. Und gleichzeitig war da ein infernalischer Lärm. Und man hat versucht, mit mir ein halbwegs normales Gespräch mit Hilfe des Übersetzers zu führen. Und das ist eben ja die Art und Weise, im Grunde mit einer komplett absurden, lebensbedrohlichen Situation umzugehen. Man ignoriert eigentlich die ständige Gegenwart des Todes, und die ist real. Aber was soll man dagegen tun? Man kann sich ja nicht 24 Stunden unten in irgendeinem Kellerraum einschließen. Okay, besonders real ist die Situation ja für die Soldaten, die ukrainischen Soldaten, die ja auch in der Region Bachmut im Einsatz sind. Wie haben Sie die erlebt? Sind die voller Kampfesmut oder schon resigniert? Nein, von Resignation ist wirklich keine Spur dort zu spüren. Es ist eher das Gegenteil. Ich habe auch in diesem Krankenhaus, wo verwundete Soldaten auf den Betten liegen, ihre Verwundungen ausheilen, mit Männern gesprochen, die klar gesagt haben, übermorgen werde ich hier entlassen und in 3 Tagen will ich wieder zurück an die Front. Und wissen Sie, das ist eigentlich kein heroisches Dahergerede. Da stand auch niemand neben mir und hat aufgepasst. Ich konnte vollkommen unbeobachtet mit diesen Männern reden. Der eine war ein früherer LKW-Fahrer, der andere war früher im zivilen, im normalen Leben Lehrer gewesen. Sie sagen das mit tiefer innerer Überzeugung. Ich habe keinen erlebt, der gesagt hat, dass er im Grunde sich verdrücken will. Ich habe keinen erlebt, der gesagt hat, dass er mit Heldenmut in diese Region geht. Ich glaube, es ist der Mut der Verzweiflung, denn viele dieser Leute kommen ja auch aus der Gegend und sie haben erlebt, was in Donetsk passiert, wenn, wie am 24. Februar 2022, die russische Armee vorrückt und dort Dörfer und Städte einnimmt, so wie das eben geschehen ist zwischen dem Ort Isium und Kramatorsk. Dort haben die Russen, als sie dann im vergangenen Herbst von der ukrainischen Armee wieder zurückgedrängt wurden, wieder verbrannte Erde hinterlassen. Ich habe so etwas, muss ich sagen, in dieser krassen Form noch nicht erlebt. Ich bin da über 2-3 Stunden durchgefahren. Sie können sich nur auf einer asphaltierten Straße bewegen, weil die Felder links und rechts, Sonnenblumenfelder, Getreidefelder, durchweg vermint sind. An den Bäumen, an den Sträuchern hängen kleine weiße Plastikbändchen, um zu signalisieren, hier ist Minenfeld. Diese Felder werden über die nächsten 20, 30 Jahre gar nicht mehr zu bestellen sein. Und das in einer bäuerlichen Gegend. Die kleinen Dörfer, die kleinen
Häuschen mit den hohen Lattenzäunen davor sind fast in Grund und Boden geschossen. Die Häuser liegen in Trümmern. Das Wellblech, mit dem diese Häuser gedeckt sind, ist zersplittert. An den zertrümmerten Hauswänden sieht man das russische Siegeszeichen, das Z, dick aufgemalt. Ich war in Isjum gewesen, wo man ja vor einigen Monaten Massengräber entdeckt hat. Diese Gräber sind noch nicht geschlossen. Die Leichen sind zwar begraben, aber noch immer gehen dort Menschen hin, suchen ihre Angehörigen in dieser Erde, mitten in einem Kiefernwald. Das ist letztendlich die Angst. Das ist dieser Mut der Verzweiflung, von dem ich gesprochen habe, der, glaube ich, viele, die jetzt in Bachmut kämpfen, antreibt, zu bleiben und zu widerstehen. Denn sie wissen, das kann sich wiederholen, das kann letztendlich dann wieder passieren, wenn es einen Durchbruch gibt bei Bachmut und anderen Frontstellen. Denn diese Front ist 1200 Kilometer lang und Bachmut ist mit Sicherheit eine ihrer schwächsten Stellen. Jetzt ist ja auch es gibt ja Berichte über den Einsatz von Phosphorwaffen, Phosphorbomben in der Region Bachmut. Haben Sie davon etwas gehört? Ja, das wird natürlich gerüchteweise immer wieder kolportiert. Aber wissen Sie, ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen. Alles, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, habe ich mit eigenen Augen gesehen. Ob Phosphorbomben eingesetzt werden oder nicht, ich kann mir das durchaus vorstellen. Es würde sich decken mit russischer Kriegsführung in Grozny, auch mit russischer Kriegsführung in Aleppo, in Syrien. Auch dort war ich während des Krieges gewesen. Es wird keine Rücksicht genommen auf die Zivilbevölkerung. Das zeigt eben auch die verbrannte Erde, die die russische Armee im Donetsk bei ihrem Rückzug hinterlassen hat. Verbrannte Erde im wahrsten Sinn des Wortes. Und natürlich kann es sein, dass Phosphorbomben eingesetzt werden. Sie haben eine fürchterliche Wirkung, keine Frage. Aber ich kann Ihnen das leider nicht bestätigen. Okay, Sie haben ja gerade erzählt, Sie waren in Syrien, haben auch vom Syrienkrieg berichtet, wo auch Russland involviert war. Sie kennen also die Handschrift der russischen Armee. Was erwarten Sie denn mit dieser Kenntnis, was in Bachmut und der Ukraine insgesamt noch kommen könnte? Ich erwarte vor allem, dass dieser Krieg noch sehr, sehr lange gehen wird und dass er zumindest von Putins Seite aus bis zum bitteren Ende geführt werden soll. Die Ukrainer sagen ganz klar, sie werden dieses Territorium, das ihnen gehört, einschließlich der Krim, momentan nicht aufgeben. Nein, nicht momentan, sondern prinzipiell nicht aufgeben. Wenn sie die Zerstörung, das Ausmaß der Zerstörung gesehen haben in den ehemals besetzten Gebieten, dann kann man auch diese Wut nachvollziehen, die in vielen Menschen vorhanden ist. Hier spricht derzeit schlicht und einfach niemand von Verhandlungsoption, von Friedensbereitschaft. Im Gegenteil, ich habe gestern mit einer jungen, freiwilligen Frau gesprochen aus Kharkiv, die diese Gegend immer wieder bereist. Sie hat in ihrem Apartment, in ihrer Küche in Kharkiv eine Karte hängen, wo sie sozusagen alles, was östlich der Ukraine liegt, blau angemalt hat. Sie sagt, ich will mir gar nicht mehr vorstellen, dass Russland unser östlicher Nachbar sein wird. Ich habe es blau gemalt, weil ich mir nur noch eins vorstellen kann, nämlich Deep Blue Sea, tiefe blaue See. Das wünscht sie sich an der östlichen Grenze. Und das ist momentan, glaube ich, auch der Bewusstseinsstand, auf dem sich die meisten Menschen derzeit im Kriegsgebiet befinden. Okay, wenn der Krieg noch so zermürbend lange dauert, dann ist natürlich Hilfe von außen umso wichtiger. Was halten denn die Menschen vom Engagement des Westens? Ist es ihnen zu wenig oder wird darüber überhaupt geredet jetzt in der Region Bachmut über die Unterstützung des Westens oder schaut man da erstmal auf die eigene militärische Stärke? Ja, es gibt, glaube ich, zwei Arten, die Hilfe des Westens hier wahrzunehmen. Das eine ist die humanitäre Hilfe, über die eigenartigerweise ja so wenig berichtet wird. Es gibt unendlich viele private Initiativen in Deutschland, in Frankreich, in Belgien, Leute, die jede Woche LKW beladen und humanitäre Güter zunächst durch Polen und danach Lviv bringen. Dort werden diese Güter in einem großen Warenhaus sehr, sehr gut koordiniert umgeladen und dann weiter nach Kharkiv verfrachtet, dort wieder umgeladen auf Kleintransporter und dann eben in die Gebiete hineingebracht, wo gekämpft wird oder wo pure Not herrscht. Das ist eine sehr, sehr große Hilfsinitiative insgesamt, die, wie gesagt,
eigenartigerweise von uns nicht wahrgenommen wird. Wir im Westen diskutieren derzeit nur über Waffenhilfe. Wenn Sie nun mit Militärs über westliche Waffenhilfe sprechen, in Bachmut oder außerhalb von Bachmut, wenn Sie von den 18 Leopard-Panzern, die die Deutschen ja liefern wollen, reden, dann kriegen Sie allenfalls ein schmallippiges Lächeln zur Antwort, denn letztendlich wissen die Ukrainer, dass sie in diesem Kampf zwar westliche Hilfe brauchen, aber ausfechten müssen sie ihn ja selbst. Und sie sagen ganz klar, das, was ihr uns liefert, reicht nicht. Jetzt, dieser Tage, wird die Tatsache, dass die Europäische Union 1.155 mm Granaten liefern möchte, finanzieren möchte, besorgen möchte für die Ukraine, all das wird in Brüssel als ein großer, enormer Wurf interpretiert und präsentiert. Im Frontgebiet ist es so, dass die Ukrainer, die ukrainischen Militärs vor allem sagen, das haben wir innerhalb kürzester Zeit verschossen. Und das kann ich Ihnen auch bestätigen, denn wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit, an einem Tag, gehen bei Bachmut mindestens 100, 200, 300 Granaten Richtung russische Linien. Und wenn Sie sich das vorstellen, auf einem Frontverlauf, der ja reicht vom nördlichen Kupjansk bis runter ins südliche Cherson, dann reicht das vielleicht gerade mal für 2-3 Monate und dann ist das Zeug alles wieder weg. Also die westliche Militärhilfe wird relativ skeptisch gesehen. Man braucht mehr, man will natürlich auch immer mehr, aber die humanitäre Hilfe, die auch wichtig ist, die wird sehr, sehr genau wahrgenommen und auch sehr dankbar wahrgenommen. Jetzt hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesagt, dass er davon ausgeht, dass der Westen der Ukraine noch lange Waffen liefern muss, da auch Putin auf einen Abnutzungskrieg setzt. Wie bewerten das denn die Menschen vor Ort? Haben die überhaupt noch Lust auf, also beziehungsweise haben die überhaupt noch die Kraft, Krieg zu führen? Naja, also offen gesagt, wenn Sie mit Kommandanten, Offizieren, auch mit einfachen Soldaten im Frontgebiet sprechen, dann sind all diese Begriffe Stellungskrieg, Abnutzungskrieg, das sind Begriffe, mit denen diese Leute relativ wenig anfangen können. Ein Oberstleutnant hat mir gesagt, ein Krieg besteht letztendlich, so wie wir ihn hier erlebt haben, darin, dass eine Armee entweder innerhalb kürzester Zeit Land erobert, hält und einnimmt und dann diesen Krieg gewinnt, oder er wird dann automatisch zu einem Abnutzungskrieg, dass das sozusagen in der Natur des Krieges liegt, über kurz oder lang, wenn er nicht schnell entschieden wird, zum Abnutzungskrieg zu werden. Klar ist, dass die Ukrainer darauf angewiesen sind, dass die Logistik aus dem Westen funktioniert, dass sie Waffen geliefert bekommen, dass sie auch humanitäre Hilfe geliefert bekommen. Im Grunde wird das hier vor Ort auch gar nicht wirklich getrennt. Schauen Sie die Krankenhausbetten, die wir geliefert haben. Natürlich lagen da dann am Ende Zivilisten drin, die krank waren. Aber zum Großteil lagen eben auch dann verwundete Soldaten drin. Wenn Sie mit humanitären Helfern in der Ukraine reden, dann sagen Sie, gut, schön, dass ihr uns das gebracht habt. Wir brauchen es wirklich, aber mit humanitärer Hilfe können wir keinen Krieg gewinnen. Das ist in etwa die Aussage, die sie immer wieder bekommen. Das, was Militärexperten in den USA, in Deutschland, in irgendwelchen Talkshows von sich geben, das hat hier nur einen relativen Wert. Jetzt sind Sie ja als Reporter aus Deutschland in einem Kriegsgebiet. Was macht das mit Ihnen persönlich, wenn Sie diese Bilder von Leid und Tod sehen? Wie sehr nimmt Sie das noch mit? Ich habe offen gestanden nicht gedacht, dass es mich so sehr mitnimmt, wie es mir jetzt widerfahren ist. Ich habe etliches an Kriegen erlebt in der arabischen Welt, aber da war immer eine professionelle Distanz da. Wahrscheinlich auch deswegen, weil meine Familie, mein Zuhause so weit weg war und ich es dort sicher wusste. Das ist jetzt eben anders. Natürlich empfinde auch ich die Eskalationsgefahr, die von diesem Krieg ausgeht und die dann auch mich und mein Leben und meine Familie betrifft, sehr stark. Und das ist jetzt hier im Donetsk, im Kriegsgebiet nochmal besonders deutlich für mich geworden. Ich will das jetzt nicht zu einer therapeutischen Sitzung ausarten lassen, aber ich war gestern sehr niedergeschlagen, weil ich habe die Kämpfe vorgestern erlebt in diesem Dorf nahe der Front. Und gestern stand ich in diesem Wald, wo noch die offenen Massengräber zu sehen sind, wo eine Frau kam, die verzweifelt und weinend nach ihrer Mutter gesucht hat. Wenn Sie diese Szenen sehen, dann nimmt sie das mit. Sie haben mir erzählt, Sie haben schon aus vielen anderen Kriegsgebieten berichtet. Und
dieser Krieg scheint für Sie besonders nah zu sein. Also nicht nur geografisch, weil Sie näher dran wohnen, sondern auch emotional. Ist das ein Krieg, der Ihnen näher geht als die anderen? Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch ein großer Krieg. Es ist ein großer Krieg, der hier mitten in Europa geführt wird und von dem man sich nicht abnabeln kann professionell. Das ist vollkommen klar. Es ist immer wieder wichtig, als Berichterstatter so etwas wie Objektivität zu wahren. Aber ich muss Ihnen gestehen, das fällt einem schwer, wenn man hier durch die zerstörten Dörfer sieht und sieht auch, was angerichtet worden ist. Im Grunde ist die Berichterstattung hier in der Ukraine, verstehen Sie das bitte nicht falsch, leichter, als sie es in den arabischen Kriegen war, in Jemen, in Libyen oder in Syrien, wo sie an jedem Checkpoint eigentlich permanent der Ungewissheit ausgesetzt waren. Ist das nun Al-Qaida oder ist das schon der IS oder sind das noch säkulare oppositionelle Widerstandsgruppen, die gegen Assad kämpfen? Die Kidnapping-Gefahr war dort enorm groß. Die Gefahr, die durch Scharfschützen, durch Sniper ausgeht, wie in Aleppo, war enorm groß in diesen kleinen Kriegen. All das ist hier nicht der Fall. Es gibt eine klare Frontlinie, an der man sich, wenn Sie so wollen, orientieren, auch entlanghangeln kann. Vor allem gibt es ein überaus diszipliniertes Militär, mit dem man sich bewegen kann, nicht embedded. Aber natürlich ist klar, dass dieses Militär keine Bedrohung ist, wie das in der arabischen Welt war. Und allein schon die Tatsache, dass diese Checkpoints gut organisiert, gut aufgebaut sind, dass auch ein Alkoholverbot übrigens herrscht im Kriegsgebiet, in der gesamten Region Donetsk. Das unterscheidet sie dramatisch vom Rest der Ukraine. All das verschafft Sicherheit. Sie sehen hier keine besoffenen Soldaten im Einsatz, so wie das in Bosnien war, oder bekiffte Soldaten, so wie das in der arabischen Welt der Fall war. Insofern die Berichterstattung als technische Arbeit gesehen, ist hier sogar einfacher, als sie es im Nahen Osten war. Aber es nimmt einem schlicht und einfach mehr mit. Und dann die letzte Frage, warum treibt es Sie dann immer wieder in Kriegsgebiete? Das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Ich wehre mich innerlich dagegen, Ihnen da jetzt irgendetwas Heroisches zu erzählen, von wegen den Opfern eine Stimme geben, das, was üblicherweise bei der Preisverleihung für irgendeine Art von Berichterstattung aus einem Kriegsgebiet dann erklärt wird. Das alles ist nur ein Teil, glaube ich. Ich glaube, jeder, der dorthin geht, muss sich im Grunde darüber im Klaren sein, dass er etwas Unnatürliches tut. Denn die natürliche Bewegung von Menschen, die ist ja aus einem Kriegsgebiet weg, in ein Kriegsgebiet hineinzugehen, im Grunde dem Flüchtlingsstrom entgegenzulaufen, in genau die andere Richtung. Das ist etwas, über das man sich Gedanken machen muss und wo man reflektieren muss, was hat das mit mir selbst, mit meiner eigenen Biografie zu tun? Und ich glaube, wenn man da eine ehrliche Antwort darauf gefunden hat und trotzdem noch dorthin reist, einfach deswegen, weil wenn man dort ist, sich das Gefühl einstellt, jetzt genau da zu sein, wo man sein will, jetzt genau am richtigen Ort zu sein, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, nach wie vor hinzufahren. Aber daraus irgendeine Kriegsberichterstatterlegende zu stricken, das wäre, glaube ich, schlicht und einfach nicht richtig. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Martin Durm in Kiew, vielen Dank. Danke Ihnen.